Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Folgendes. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist so, dass ich mich die ganze Zeit frage, wie machen sie das, ne? Pass auf. Ich höre ja meine Stimmen im Kopf. Und andere hören ja die Stimmen auch im Kopf. So. Und es sind mir die Stimmen so, dass die uns gegenseitig sagen können, was wir gedacht haben. Das Ding ist bloß, jetzt angenommen, stell mir vor, stell mir vor, stell mir vor. Ich treffe eine Frau. Und die Frau finde ich gut und die Frau findet mich gut, gell? Und meine Stimmen sagen mir, dass sie mich gut findet und sagen ihr, dass ich sie auch gut finde. So, jetzt sind wir so quasi erstmal bei einer kleinen Sympathie, ne? So. Jetzt stell mal vor, ich verstehe mich mit der Frau, das Thema hatte ich erst gestern. Stell mal vor, ich verstehe mich mit einer Frau im Kopf richtig gut, ja? Und merke dann, dass es sich was mit mir ausmacht, aber dann trotzdem absagt. Da weiß ich eigentlich auf jeden Fall, dass meine Stimmen dazwischen reinfunken. Da ich jetzt so die ganze Zeit so fachgesimmelt, ne, weil es ist ja nur so, es ist ja nur so, dass ich, also nochmal ich, ja, was weiß ich, wer das da in dem Moment war, aber auf jeden Fall nicht ich, weil sonst hätte ich das nicht gemacht, weil ich hätte keine Frau, die ich gut finde, mir weggenommen. Ich würde mir selber nie was wegnehmen, wisst ihr? Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt festgestellt, dass die Frau natürlich immer wieder, in der Gegend zugegen ist, also in meiner Nähe. Das Problem ist bloß, es kann halt sein, dass ich das im Kopf ein bisschen anders höre wie akustisch durch die Ohren. Deswegen bräuchte ich eigentlich bei sowas meist eine zweite Meinung, wisst ihr? Wenn da mal jemand in Gefahr ist, so, ja, hörst du das auch so oder weißt du mal, leise hingehört und so. Ich weiß nicht, alles immer bloß auf meine Meinung basieren, das ist immer schwierig, weil ich habe ja diese Stimmen, die ich höre, diese Töne aus den anderen Welten, aus den anderen Dimensionen, die höre ich ja, das ist ja Tatsache, ja. Und wo ich da was wie höre, genau, das ist schwierig zu erörtern, weil ja auch quasi, wenn ich einfach nur ein Schallmessgerät nehme, ne, das fängt erst bei 30 Dezibel an zu messen. Alles, was drunter ist, wird einfach mal kategorisch nicht gemessen. Das ist nie der frequente Bereich, die haben da rumzuflüstern, weißt du, die dürfen doch da sein, die haben Daseinsberechtigung. Die werden schreien, knallt der Messbegel noch gar nicht hoch. Ja, so ist das, Alter. Auf jeden Fall habe ich mir die Gedanken gemacht und habe so gedacht, wie mögen sie das anstellen, hä? Wenn sie quasi mich als Duplikat haben, aber dass sie einen Menschen, den ich gut finde, der mich gut findet, dazu kriegen, dass er dann bei mir nicht mitkommt, aber danach mit mir mitgeht, wo er dann bei den Intriganten landet und in der übelsten Chaos-Situation. Das will ich jetzt nicht weiter schildern. Da geht es auf jeden Fall wirklich am überwiegenden um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung und angeblich lassen sie die dann. Wo dann gecasht sind, also die kriegen dann, pass auf, die sind dann von, du musst dir das so vorstellen, ne? Ich lerne eine Frau kennen, die lernt mich kennen, wir unterhalten uns, vielleicht da bloß im Kopf, manchmal auch verbal. So, und stell dir vor, die Stimmen fangen an mit dem Dialog, hä? Ey, das ist gar nicht das Schöni, Alter, da gibt sich bloß aus für ein Schöni, der wahre Schöni kommt erst gleich, der soll jetzt bloß erst mal vorher so sich hinstellen, wie wenn er das Schöne ist und soll mal gut aussehen und sein Zeug machen, das wollen wir jetzt mal sehen, wie der so in der Runde mit euch wirkt. So kommen die der, weißt du? Dann wartet die ja auf den richtigen Schöni, der ja aber nicht der richtige Schöne ist, weil ja der richtige Schöne bin ja ich. So. Und die nutzen aber mein Aussehen und meinen Ruf quasi, um Sympathie bei Frauen zu erlangen und die dann zur Prostitution zu zwingen. Und das geht einfach so nicht weiter. Deswegen bitte, alle Frauen, schützt euch, ja. Mein Handy hat auch gestern was übelst Komisches gemacht. Ich habe von einer jungen Frau, die ich gut kenne, ja, fängt mit J an, genau wie ihr Partner. Ja, habe ich eine, wie will ich sagen, einen WhatsApp-Anruf gekriegt. Das ist natürlich, hat die mein Handy irgendwie so gebastelt, dass in diesem WhatsApp-Anruf hat die Nummer angezeigt. Jetzt pass auf, voll krass. Jetzt konnte ich aber an die Nummer keine Nachricht schicken, konnte die Nummer nicht speichern und wie der Anruf weg war, war die Nummer auch weg. In keiner Anrufliste nirgends drin. Das haben die mit meinem Festnetz auch abgezogen. Und weißt du, was sie gestern noch abgezogen haben, hä? Die haben, ey, ohne Scheiß. Die haben ja schon diverse Kontakte bei mir geblockt. Was weiß ich wie, Alter. Mich bei den Leuten geblockt, mich im WhatsApp bei den Leuten geblockt, keine Ahnung, Altkontakte halt, keine Ahnung. Weißt du, was will ich machen, ne? Was will ich machen? Meine Freunde halten ja eh nicht so richtig zu mir, Alter. Da macht ja eh jeder seins. Ist ja okay irgendwie, aber fuck, Alter, das Ding ist, ich stecke die ganze Zeit in der Bredouille, ich bin die ganze Zeit in der Klemme und ich finde überhaupt niemanden, wo mir da großartig mal irgendwie hilft. Ich muss alles komplett alleine machen. Ja, aber wisst ihr, was eine Person alleine, wie das wirkt, dann angreifbar, Alter. Angreifbar. Und vor allem, wenn ich was höre, Alter, muss das andere auch noch nicht gleich hören. Und ich brauche vielleicht mal jemanden, mit dem ich mich da ein bisschen abstimmen kann, bei so viel Crime um mich rum, wisst ihr? Meine Fresse.
Aber wenn nicht, auch kein Thema, Alter. Da können Sie mich hier im Harz mal fünfern, Alter, und mal gucken, Alter, gehe ich mal nach Berlin oder so. Vielleicht finde ich da eine passable Frau, Alter, die mich unterstützen mag, Alter, und die in der Lage ist, quasi über den Tellerrand hinauszudenken, Alter. Und nicht, hä? Auf so eine, ja, der gibt sich für den aus, bla 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 Thematik reinfällt, weil dann fange ich einfach an, wieder an zu reden, Alter, weil, weißt du, dieses ganze Ruhige im Kopf, das ist ja schön und gut, aber ich stelle ja jemanden da, wisst ihr, ich bin ja jemand. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich auch eine Handlampe bin oder Fatz Biber, ja. Aber ich mag es halt ungern, wenn sich da vier angerichtet und erhalten, mich da so verbal reinzufunken, wenn ich die Leute nicht so kenne, weißt du? Da rede ich dann lieber mit Einzelpersonen in meinem Kopf, wenn sie mir sympathisch sind. Aber das muss ich ändern. Ich muss da auf jeden Fall meinen Mund aufmachen, meine Stimme präsentieren, Alter, und erst mal zeigen, was der andere halt weiß, Gott so nett kann, ja. Und das ist zum Beispiel ein Liedchen singen, nur für euch. Verstehst? Das soll er sich erstmal hinstellen, das soll er sich erstmal trauen, dieser sogenannte Möchtegern-Schöni, hä? Ja. Aber verdammte Scheiße, die haben schon ultra viel Scheiße gebaut mit meiner Identität. Das ist aber identitärer Missbrauch. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, ja? Identitärer Missbrauch, in dem mein Ruf und mein Aussehen, verdammte Scheiße, und meine Art und mein angeblicher Charakter, ja? Und meine Ausstrahlung dafür benutzt wird, um Mädels dazu zu kriegen, dass die sich für euch prostituieren, Alter, und von euren Sexrobotern ficken lassen, Alter. Ihr wisst ja gar nicht, was ich für eine Laune habe deswegen, Alter. Das wollt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen, Alter. Wenn noch weiter war ich hier in die Falle tappen, Alter. Dann fange ich in die Grundschule an zu predigen, Alter. Auf was es ankommt, darauf sie zu achten haben, Alter. Und dass sie sich auf euer Gesocks nicht einzulassen haben. Ja? Und das ist mir scheißegal, wer da wie denkt. Es ist mir wirklich scheißegal. Und ich sag's euch, Alter, wenn die jetzt nicht in 0, nix hier anrückt, an meiner Tür klingelt oder klopft, Alter, ich weiß, es geht ihr gut, Alter. Und wir dürfen zusammen das besprechen, was wir besprechen müssen, Alter. Wenn das nicht stattfindet, dann lade ich jetzt das Video hoch. Und dann mache ich mir Gedanken, was ich in den nächsten Videos erzähle. Die werden dann genauso spaßig. Auf der wohl größten Suche der Menschheit, der Wohnungssuche, gibt es Hoffnung.